Hallo und herzlich willkommen bei MeetFreaks. Heute mit dem zweiten Teil zum Aufbau vom Corner Post Office 16010 von Moleking aus ihrer Novatown Serie. Wie angekündigt vor einem halb, dreiviertel Jahr von mir, wird sich Moleking auch den Modular Mox annehmen. Sie geben es mit 4004 Teilen an und ich denke, das stimmt nicht. 3050 ist im ersten Bild zu sehen bei Your World of Building Blocks. Da habe ich mir die Bilder mal durchgeguckt. Also es sind Angaben von 4030 bis 3000, also 3050 bis 4030 ist ja auch im Endeffekt relativ egal. Man kriegt viele Steine fürs Geld. 120, knapp über 120 Euro kostet es bei Your World of Building Blocks. Link ist in der Beschreibung. Geklaut hat natürlich auch Moleking hier mal wieder leider. Könnten alle stundenlang drauf labern, aber was soll's. Link zu Rebrickable, zur Originalanleitung, die hat jemand gemacht, der Bricks and Tiles heißt. Und dort könnt ihr die Originalanleitung kaufen, um den Mann zu unterstützen für seine Arbeit. Weil eine Anleitung zu machen ist mehr Arbeit, als das Gebäude zu entwerfen. Ich wollte es erst nicht kaufen, hier ist es. Oder erst wollte ich gar keins kaufen, aber ich dachte, eins muss ich kaufen. In der ersten Charge waren jetzt nicht so dolle dabei. Das Chanel-Gebäude fand ich schrecklich. Das andere zu bunt mit Rot, Blau, Grün. Das hier war mir mit Gelb und Orange eigentlich auch nicht so wohl gefallen. Aber jetzt, wo es vor mir steht, gefällt es mir gut. Fazit, erster Teil. Anleitung vollkommen in Ordnung. Teilequalität vollkommen in Ordnung. Bautechniken vollkommen in Ordnung. Aussehen gut, bisher gut. Von daher fassen wir uns kurz. Sind schon wieder bei 2 Minuten. Jetzt kann man die Arbeitsschritte 6 bis 10 noch vor uns. Das hier ist 1 bis 5. Wer sehen will, was drin ist, erster Teil. Okay, ich baue weiter. Grundplatte, nächster Stock. Scheint auch irgendwas mit Kunst zu sein, wie unser Atelier oder unsere kleine Schule. Im ersten OG haben wir hier hinten ein Kunstobjekt. Eine etwas avantgardistische Kuchentheke und ein Bild an der Wand. Was echt gruselig ist, ist das. Ich meine, kein Mensch achtet darauf, dass man da das Rosa durchsieht. Der Rest vom Rosa vorne ist weg. Warum verbaut man hier rosa Steine? Ja, ich weiß, wahrscheinlich hat es der Bricks und Tiles in der Originalanleitung gemacht. Aber, hä? Muss jetzt wirklich nicht sein, oder? Naja. Bauabschnitt 6 wäre auch erledigt. Und es ist eine Töpferei. Für Töpferkurse. Na, hier sieht es ein Tick besser aus mit Mindestabstand. Ja, also hier kann man fast auflassen hier. Die Tür war und ist immer noch ein bisschen verschmutzt. Da war Klebereste drauf oder sowas. Seltsam. Die Tür war gut. Ansonsten, wie gesagt, nothing too fancy. Weder innen noch außen. Nicht gefliest, aber gut. Das ist ja auch schnell nachgeholt. Also, dass man sich dunkelgrau und rot oder sowas reinballert. Mal gucken. Kann ja jeder machen, wie er will. Und natürlich die pinken Steine entfernen. Ich hatte erst überlegt, um die Tür hier ihren Sinn zu geben, eine 16er auf 32 hier zwischendrin rein vor das nächste Gebäude und dann hier die Zufahrt für das Postauto lang fahren zu lassen. Ja. Vielleicht hier so einen Bogen noch machen, an den dann die Steine anklicken. Also so ähnlich wie bei Victor's Lab oder sowas, dass man hier 16er Platte sinnvoll ausfüllt und dann hier. Aber da muss man natürlich die Steine raus. Weil das, dann sieht es natürlich doof aus, wenn der Pink raus scheint. Ich weiß noch nicht.
Das Gute ist, dass hier auf den einzelnen Schichten, da das relativ weit oben ist, hat man das schnell zurückgebaut, oben drauf, und dann vielleicht dann auf die Seite ein anderes Gebäude, was auch einen Überhang hat, dann ist die, die kleine Gasse natürlich noch sinnvoller. Ja, wir werden sehen. Oder wir reden uns ein, die Tür wurde eingebaut, als dieses Eckgebäude als erstes errichtet worden ist. Und erst später wurde nebendran die Brickbank gebaut und hat den Eingang verhunzt. So, dass jetzt die Postanlieferung vorne erfolgt. Ach, herrlich. Bauabschnitt 7. Und er beginnt mit Errichtung der zwei Erker. Fortsetzung von da. Hier auch wieder die Bricks with Studs on Side, damit wir wahrscheinlich wieder vier solcher Rahmen hier bauen können. Und die Wand. Das ist ein recht kleiner Bauabschnitt. Das war jetzt praktisch schon die Hälfte. Die Erker hier sind nicht besonders erwähnenswert von der Bautechnik sehen, aber in der Fassade dann oder an der Fassade insgesamt echt schön aus. Und das ist noch der Rest von der 7. Also es ist echt ein kleiner Bauabschnitt. Er hört sich im Hintergrund hämmern. Andauernd tun irgendwelche Nachbarn ihre Häuser anscheinend komplett sanieren. In der Straße hier anscheinend im Jahresrhythmus. Mann, oh Mann. Deswegen höre ich jetzt darauf zu bauen. Wollte erst den Samstagmittag nutzen und das Ding hier fertig machen. Aber wenn es im Hintergrund dauernd klopft, dann setze ich mich lieber vor den Rechner. Und spielt Total Annihilation, falls das jemand noch kennt. 23 Jahre altes Echtzeitstrategiespiel. Gut, wir haben den Bauabschnitt 7 fertiggestellt und die Verkleidung hier mit den Frames kommt anscheinend erst in der 8. Es ist hier nur noch Dekoration dazu gekommen. Schön nett gebaute, gut gemacht. Ich muss es noch ein bisschen ausrichten, alles hier mit einer Stange. Und ein großes Fenster hier. Kommt nochmal der Aufkleber für die Uhr drauf. Aber ich gehe lieber noch in den Keller und hole eine richtige Uhr. Ansonsten schönes Stockwerk. Gut, der Schandfleck. Aber ansonsten schönes Stockwerk. Ich schätze 8 ist Verkleidung und 9 und 10 dann Dachkonstruktion. Bauabschnitt 8 habe ich jetzt in einem durchgeklöppelt. So. Und es kam einfach noch die von unten gewohnten Fassaden dran. Das hat man schon gesehen, das hier ist neu. Der Mittelteil hat auch seinen Bogen abbekommen. Das ist schön gemacht. Und die Farbkombination Teint, Sandgrün geht immer. Insofern denke ich, sind wir jetzt fast fertig. Das Dach wird wohl daran vorbeigebaut werden. Ich weiß es nicht. Zwei Bauabschnitte haben wir noch. Die können sich jetzt eigentlich nur noch mit dem Dach beschäftigen. Okay. Da bin ich jetzt auch wieder echt gespannt. Der Anfang und das Ende sind immer besonders interessante. Grundsteinlegung und wie machen sie das Dach. Immer wieder spannend, die Konstruktion für die nächsten Decken. Zusammendrücken. Das ist interessant gelöst. Ändert ein bisschen vom Aufbau her wie beim Cinema, weil es ja auch eine große Ausbuchtung vorne hat. Hier haben wir die Lichthöfe. Ja, das sind ein Haufen Fingerabdrücke, aber es ist ziemlich kratzfrei, also Mini-Kratzer. Gucken wir mal hier durch. Ja, mehr Fingerabdrücke als Kratzer. Also. Es geht. Molking ist von der, also GoBricks ist von der Transparenzqualität okay. Nicht gut, aber okay. Bauabschnitt 9 erledigt. Kam jetzt nur noch das hier oben drauf. Ich hatte es auch schon auf dem Häuschen, fügt sich perfekt ein. Hier haben wir Kronleuchter, Bautechniken. Ihr seht, die vier Panels sind einfach eingeklickt. Und das andere ist mit Slopes gemacht und schon haben wir
einen halbwegs runden Turm. Ist okay. Also auch der Gesamtanblick, schaut es jetzt schon drauf, sieht absolut in Ordnung aus. Kann man nichts sagen. Gut. Dann haben wir hier noch drei Tüten und das Licht. Ich hatte ja gehofft, in der Anleitung gehen sie aufs Licht ein, aber bis jetzt mit keinem Wort. Also typisch Mold King, werde ich wahrscheinlich einfach verlegen oder nicht verlegen, wie ich Bock habe. Bauabschnitt 10 zur Hälfte, das Dach ist fertig. Und hier fehlen 2 6er Fliesen. Platten waren noch da. Da habe ich halt die Platten drauf gemacht. Bestelle ich irgendwann mal bei Bricklink mit. Nicht schön, aber kommt normal bei Mold King auch wirklich, wirklich, wirklich selten vor, dass Fehlteile drin sind. Und diesmal waren es im Endeffekt keine Fehlteile, sondern falsche Teile. Mit derselben Länge und wahrscheinlich fast demselben Gewicht. Deswegen dürfte das bei GoBricks vielleicht nicht aufgefallen sein. Ja, schlicht. Der Gap hier oben, da regnet es also gut rein. Mal hier auch ein bisschen Gap, aber vorne ist es okay, vorne schließt es gut ab. Das ist ja die Hauptsache. Gut, dann haben wir hier noch den kleinen roten Lieferwagen. Die dürften auch nochmal Speed Champions mäßig sein, irgendwie so 150 Teile oder so. Da ist er fertig, der kleine Lieferwagen. Hier können wir mal noch Postaufkleber drauf, aber ich habe ja den Aufkleberbogen verloren. Also 3 Postaufkleber. Super schlicht gestaltet. Also rudimentär. Hinten Pakete und Briefe. Türen, aber kein Sitz. Scheibe. Schwierig. Also Fingerabdrücke hauptsächlich von mir, aber kratzmäßig. Absolut in Ordnung. Gut, da haben wir es fertig. Dann sehen wir uns gleich nochmal und schauen uns das ganze Ding mal in voller Pracht an. Ihr seht das, das erste Mal in der vollen Pracht, nachdem ihr euch vielleicht durch das erste und jetzt das zweite Aufbauvideo gequält habt. Ich weiß, ich schwafel manchmal zu viel. Ja. Ihr habt es gerade eben in der Nahaufnahme so teilweise gesehen. Da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Das wird auch besser.
mit Fotos, die ja schon vorneweg oder kleinem Video. Muss mal gucken, wie ich das mache. Stell mir demnächst so eine Fotobox und dann kriege ich für so anderthalb, zwei Minuten Videos in Nahaufnahmen schön vom Modell, bevor ich dann drüber schwafel, dass er das schön ausgeleuchtet und alles hinbekommt. Ja, Molking hat vom halben Dreivierteljahr inoffiziell verlauten lassen, dass ich jetzt auch den Modulus widmen. Da war ich sehr gespannt und hatte gehofft, dass sie sich einen Haufen Bricketiff oder andere coole Modulus raussuchen. Und da war ich sehr entsetzt, als sie die ersten drei Modulus präsentiert haben. Dieses Chanel-Gebäude, das sieht einfach, finde ich, furchtbar aus. Mit diesem Transparenzstein vorne dran, gefällt mir gar nicht. Das zweite war einfach furchtbar kunterbunt. Und das dritte war für mich deswegen das kleinste Übel, als ich es bestellt habe. Und ich muss sagen, jetzt nach dem Aufbau, wie so oft bei den Modulus, hinterher finde ich es toll. Mich stören auch die Farben. Das ist wie bei dem Rosa Bake Shop, wo ich gedacht habe, oh Gott, das Schweinchenrosa. Als ich es dann gebaut habe, hat es mich immer weniger gestört. So ähnlich war es auch hier. Plus, dass dieses Gelb und Orange gar nicht mal so dominant ist, wie auf den Bildern. Der einzigste Schandfleck, ihr seht, die rosa Steine. Was soll das? Also, ich habe mir jetzt die Anleitung noch nicht gekauft, weil ich immer noch nicht sicher bin, ob ich es behalte, wo ich es unterbringe oder nicht. Weiß aber nicht, ob das jetzt der Originaldesigner auch so gemacht hat. Ich weiß es nicht. Ansonsten, Anleitung ist okay, die Qualität der Steine ist gut bis sehr gut. Verkratzung beim transparenten Stein geht in Ordnung, fast nicht verkratzt, milchig auch kaum. Die Fliesen wie immer ein bisschen stumpfer als bei Lego, aber ansonsten ist es hier wirklich eine absolut Top-Qualität, lässt sich top bauen. Was schade ist, dass sie für die Briefe und die Uhr Sticker mitgegeben haben. Die habe ich auch irgendwann verschlampt, aber ich denke, eine Uhr oder diese Brief, diese 1 auf 2 bedruckten Fliesen mit Briefkopf, hat jeder irgendwo daheim rumfahren. Ne? Okay. Kleiner unspektakulärer Lieferwagen dazu, ja, so typisches City-Fahrzeug, aber kein Sitz, Türen, aber kein Sitz, armer Fahrer. 8 bis 10 Stunden, je nachdem, wie schnell ihr baut. So, es haben viele ja gehofft, ich werde euch das Lightning-Kit präsentieren. Nee, also ich zeige euch das Lightning-Kit, aber ich baue es nicht ein. Erstens will ich das Kit woanders verwenden und es ist teilweise zum Kleben. Nur erstens. Gibt gar kein zweites. Aber ich zeige es euch mal. Es ist eigentlich ganz nett und ich denke, man kann es auch sicherlich woanders gut einsetzen. Es gibt keinerlei Anleitung, wie es zu erwarten war. Also alles, was Beleuchtung ist, ist bei Molking immer, erwähnen sie in ihren Anleitungen nicht. Ist jetzt bei dem Set auch kein Problem. Könnt ihr euch ja aussuchen. So. Das Ganze ist eine Batteriebox. 3 AAA-Batterien rein. Dann kommt ein kleines Connector-Board, was ihr anstöpseln müsst. Und auf dem Connector-Board habt ihr dann 3 weitere Konnektoren. Dann gibt es einmal eine 1x4 Platte, die unten beleuchtet ist. Ich weiß, ihr werdet es vom Licht nicht sehen, weil ich hier im vollen Scheinwerfer sitze. Aber es kommt dann ein 4er-Brick, da kann man es durchschleifen. Und dann kommt der Hauptgrund, warum ich es jetzt hier im Gebäude nicht gezeigt habe, die sind zum Kleben. Das sind dann 3 LED-Streifen mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jeweils 8, 9, 10 LEDs, sodass er praktisch in jedem Stockwerk diese Streifen entweder unter die Decke klebt oder irgendwo verbaut oder mit Bricks fixiert. Und habt hier diesen einen Konnektorstein. Ne? Die Kabel und die Konnektoren sind dünn und filigran. Also habt ihr dicke Wurstfinger oder Parkinson, dann lasst es besser eure Kinder machen.
Und dann müsst ihr euch praktisch überlegen, wo baue ich die Batteriebox ein, damit es nur im Gebäude die Kabel laufen und nicht von außen. Weil wenn ihr sie außen habt, müsst ihr irgendwo ein kleines Loch lassen und so weiter. Aber wie gesagt, ich wollte mir da jetzt gar keine großen Gedanken drüber machen. A, habe ich die Zeit nicht, B, will ich das Set für was anderes benutzen und C, ist zum Kleben. Qualität. Ich war nur zweimal enttäuscht. Und zwar einmal hier der Löwenkopf, in Teil 1 sieht man es. Der Original-Löwenkopf, den hat GoBricks gar nicht. Ne, haben die nicht. Also haben sie einen zugekauft. Leider von einem Billighersteller. Das Teer trifft es überhaupt nicht. Ich hatte den Löwenkopf noch im Keller für eins von meinen designten Modulars. Da habe ich irgendwann mal 20 Löwenköpfe bei Bricklink bestellt. Also holt ihr euch das Gebäude, gebt den 1,20 € für den Löwenkopf aus. Sonst habt ihr echt ein Problem, weil das sieht man. Das sieht man, das ist eine ganz andere Farbe. Die anderen Farbabweichungen betreffen Teile innen drin am Schalter. Da ist das Braun nicht das Braun, sondern so ein ganz billiges, halb ausgewaschenes Braun, als wäre es von Ausini oder irgendeinem anderen echt schlechten Hersteller. Ich glaube, die Handschellen sind es im Braun. Fällt da innen drin jetzt aber nicht allzu groß auf. Und es ist ja Holz, also soll ja da Holz darstellen. Und Holz hat nicht immer die gleiche Farbe. Okay. Ansonsten ist es ein echt gutes Gebäude. Das Einzigste, hier steht normal ein anderes Gebäude dran. Das heißt, der Hintereingang zu unserem Postoffice, also das geht ja direkt in den Lagerraum rein, wo wahrscheinlich die Post angeliefert wird. Jo, der ist nicht frei zugänglich, wenn er hier, wie es bei einem Eckgebäude gedacht ist, das nächste Modular dran ballert. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, einfach dran ballern und scheiß drauf, sieht man eh nicht, weiß keiner, ist egal. Hm. Könnte aber schwer werden, weil die Tür hier ein Stud überguckt. Also wenn ihr müsst ihr die Tür rausnehmen, dann könnt ihr das nächste Gebäude dran setzen. Oder, so mach's ich vielleicht, ich weiß es noch nicht, ich hole eine 16 auf 32, baller die hier dran, mach so ein kleines Dächchen und Fliesen hin und ist es praktisch so ein kleine Alley, so ein kleiner Weg nach hinten, wo dann auch dieses schöne Lieferfahrzeug dann reinfahren kann hier. Er kann alles ausladen und wieder raus. Also, da müsst ihr euch halt was überlegen. Da merkt man halt, dass es dann nicht von Lego ist. Die hätten da jetzt wahrscheinlich die Tür nicht eingebaut. Ich weiß auch noch nicht, wie ich es mache, aber ich glaube, ich mache die 16 auf 32 da rein und habe dann automatisch den Parkplatz hierfür und baue irgendwas oben drüber, dass es nicht nur der Weg ist. Mal gucken, also könnt ihr euch da was einfallen lassen, aber das wollte ich noch kurz gesagt haben. Ansonsten kann man es so, wie es ist, in seine Stadt stellen. Ihr könntet natürlich die Befließung hier vorne noch ein bisschen more fancy machen. Aber ansonsten alles in Ordnung. Wie gesagt, Transparenz der Steine ist absolut okay. Das ist also ein Lego-Niveau. Lego ist mittlerweile auch leicht milchig und leichte Kratzer haben sie teilweise auch. Ansonsten habt ihr aber keine Farbabweichungen, außer bei den fremd zugekauften Teilen. GoBricks ist sehr farbstabil. Ich habe letzter Zeit wenig Lego gekauft. Und ich gucke ganz, ganz wenig YouTube-Videos nur noch über Lego. Also alle meine Kollegen, tut mir leid, dass ich eure Videos momentan nicht gucke, aber ich habe einfach überhaupt keine Zeit seit Wochen. Habe aber mitbekommen, dass es beim Lamborghini Sian, beim Fiat 500 und auch bei der Ducati zu starken Farbvariationen kommt bei Lego. Das habt ihr bei GoBricks nicht, wenn die Steine alle von GoBricks sind. Farbthematik, hatte ich gesagt, am Anfang gelb ist überhaupt nicht meine Farbe, also wirklich nicht. Aber im Endeffekt dominiert hier eigentlich mehr beige, schwarz und sandgrau. Weil später sehen tut man ja nur die Seite und die Seite. Die hier und die hier sind hier normal verdeckt und dann ist das Gelb auch überhaupt nicht dominant. Und die gesamte Farbkombination finde ich eigentlich stimmig. Absolut, das ist echt ein schönes Gebäude. Und wie ich schon im Aufbauvideo gesagt habe, in unserer Schwesterstadt, ich wohne ja in der hässlichsten Stadt Deutschlands,
Ludwigshafen. Die Schwesterstadt Mannheim ist ein bisschen schöner und da gibt es einen Haufen schöne Jugendstilgebäude noch und da passt das eigentlich wunderbar rein. Für alle, die Aufbauvideos nicht geguckt haben, wir haben unten eine Post, Schalterraum und hinten Gepäckraum. Ich baue es nicht alles auseinander und hebe es euch rein. Guckt das Aufbauvideo an, ja? Weil das, sonst dauert es ja auch nochmal eine halbe Stunde und das muss nicht sein. Also unten ist der Schalterraum, hier ist der Eingang, hier der Eingang ist das Treppenhaus. Treppenhaus geht nach oben. Im ersten Stock haben wir ja, einen Malworkshop oder sowas. Das sind verschiedene Plätze, Staffelei. Sachen, die da stehen, Stillleben, die die Leute abzeichnen können und so weiter, abmalen. Ist schön gemacht, aber nicht gefliest. Erdgeschoss ist gefliest, erstes OG nicht gefliest, zweites OG auch nicht gefliest. In der zweiten ist ein Töpferwerkstatt. Also muss ich echt sagen, das finde ich Post, Töpferwerkstatt und Maleratelier. Oder Maler VHS-Kurs, Volkshochschule oder so, wie das da drin aussieht. Also das ist wirklich für Unterricht gedacht. Das ist wirklich so eine kleine Schule. Das sind drei Sachen, die hat man noch nicht von Lego. Also insofern kann man das Modular wirklich gut unterbringen. Ich bin mal gespannt, was als nächstes kommt. Also die Bücherei hat mich jetzt echt rausgebracht, weil ich gedacht habe, hey, keine Polizei, keine Feuerwehr im Modular, Feuerwehr, ja, kein Hospital. Und noch ein paar andere Sachen, die fehlen, wie eine Post. Warum bringt ihr eine Bücherei? Und dann macht er das Gebäude auch relativ lieblos, die Bücherei. Also auf jeden Fall von innen. Muss mal gucken, ob ich sie mir noch kaufe. Aber wenn, dann wahrscheinlich eher zweimal, um sie umzubauen und anzupassen. Wenn der Preis gut ist. Okay, viel mehr gibt es euch nicht zu sagen. Wenn euch das Gebäude gefällt, kauft. Das Geld ist es absolut wert. Kauft es ja nicht wegen der LED-Beleuchtung. Ja. Das auf keinen Fall. Aber ansonsten könnt ihr das kaufen. Das ist eine nette Beigabe. Ich lege keinen Wert auf die Autos. Ich habe genug City-Autos. Habe aber nichts dagegen, wenn es jetzt wie bei der Feuerwehr von Lego und bei der Werkstatt, der Abschleppwagen, wenn sowas dabei ist, ist absolut in Ordnung. Ja? Also die meisten Leute können kleine Fahrzeuge immer gut gebrauchen für ihre Stadt. Dass keine Figuren dabei sind, finde ich absolut in Ordnung. Finde ich super, dass es darüber noch Ärger gibt, zwecks Zoll und Einfuhr und so weiter. Die GoBrick-Steine, die hier drin sind, sind im größten Teil auch angepasst, sodass sie, glaube ich, nicht gegen Lego-Patente verstoßen auf die Steine. Aber da habe ich eh gehört, da gab es jetzt eigentlich keinen Ärger, weil ein Stein gegen ein Patent verstoßen hat. Es ging eigentlich immer mehr um die Sets und die Minifiguren. Also das hier könnte eigentlich bedenkenlos einführen. Der Preis ist absolut in Ordnung, auch mit den etwas höheren Frachtkosten. Für die ungefähr 3.300 Teile, keiner weiß es genau. Wenn ihr überlegt, 2.6, 2.7, 2.8 kosten 180 bei Lego. Klar, habt ihr ein paar Minifiguren dabei. Aber es ist absolut in Ordnung. Absolut in Ordnung. Das Gebäude ist wirklich schick. Wirklich schick. Das sieht doch mal wesentlich besser aus als die Bücherei, oder? Sind wir jetzt mal ehrlich. Die Eckgarage war schon so, ja, aber die Bücherei habe ich gedacht, nee. Viel mehr fällt mir nicht ein. Viel mehr fällt mir nicht ein. Keine Kommentare, ich bin immer noch nicht rasiert. Töchterchen schminkt sich immer noch nicht. Das ist unfassbar, oder? Seit 5 Wochen oder 6, ich weiß gar nicht. Die schminkt sich nicht. Bin mal gespannt, ob ich in einem Jahr noch hier hocke, so, ne? Ötzi, oder wie heißt der Großvater, der Opa von der Heidi, ne? Schöne Jugenderinnerung für Jahrgang 72. Großvater, wie siehst denn du aus? Eh? Ja, so sehe ich auch bald aus. Gut, das soll es gewesen sein, schon wieder genug gelabert. Schreibt mir mal in die Kommentare, was haltet ihr davon? Was haltet ihr davon? Wie immer, unten in der Videobeschreibung sind die Links zu Your World of Building Blocks, wo ihr das Set kaufen wollt. Ich verlinke nicht zu AliExpress, weil bei AliExpress einfach mit den Händlern. Bei Your World of Building Blocks weiß ich, dass es meistens gut läuft. Das heißt, eigentlich immer gut läuft. Ich hatte noch nie schlechte Erfahrungen, 99% keine schlechten Erfahrungen. Bei AliExpress ist es ein bisschen anders und deswegen mache ich da keine Links rein.
Der zweite Link geht wie immer zum Ersteller, weil ist ja wieder ein geklauter Mock. Bricks and Tiles heißt der Designer des Video, des Gebäudes hier. Und dann, wenn ihr ein paar Euro über habt, dann kauft euch doch bitte noch die Anleitung, weil eine Anleitung zu machen ist echt Mühe. Also ein Gebäude zu designen ist schon schwer, aber eine Anleitung zu machen ist pain in the A. Genau. Okay? Ich habe noch ein Modular hier liegen. Es kommen jetzt aber wahrscheinlich erst zwei Technikautos und dann kommt ein Modular von Rael, der Bicycle Shop. Liegt schon hier. Liegt schon hier. Und noch eins. Zwei Modulars liegen hier. Zwei Modulars liegen hier. Ich bräuchte mehr Zeit. Ich sollte anfangen, halbtags zu arbeiten. Aber wer zahlt meine Miete? Vielen Dank fürs Zuschauen. Habt eine gute Zeit. Ich bin der Frank von der Brickfix. Bis bald. Bye, bye.